Jausen, das heutige Video kommt von Lena Meiner. Sie ist Performance Marketing Managerin. Ich habe sie kennengelernt. Sie spricht auch auf großen Konferenzen mittlerweile, kennt sich wahnsinnig gut mit Ads aus. Und darum soll es heute gehen. Warum ist es interessant für ein Unternehmen, bei Instagram auch mal Werbung zu schalten? Lena erklärt es dir und wir sehen uns dann wieder bei der Abmod. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Hallo zusammen, ich bin Lena, ich bin Performance Marketing Managerin und du bekommst heute 3 Tipps von mir zum Thema Performance Marketing und auf was du achten musst, wenn du selbst Werbeanzeigen erstellst. Aber nochmal kurzer Recap zum Thema Performance Marketing. Was ist das überhaupt? Performance Marketing ist eigentlich Werbung, hinter der Budget hintersteckt, auf allen möglichen Online-Kanälen, die es heutzutage so gibt. Also sei es Social Media Advertising auf Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, aber auch Google Search Ads, SEA, der Bereich Suchanzeigen, Affiliate Marketing, was es auch immer da gibt. Einfach, wo man Budget hintersteckt, alles so natürlich ein bisschen auch datengetrieben arbeitet, unter Berücksichtigung von bestimmten KPIs. Das ist Performance Marketing. Und wie du dir insbesondere zum Thema Creative Design so ein bisschen psychologische Faktoren zunutze machen kannst, das werde ich dir jetzt im nächsten Step genauer erklären. Es gibt eigentlich 3 Möglichkeiten, die ihr euch zunutze machen könnt, damit eben die Leute oder die potenziellen Kunden involviert sind und sich für das Produkt oder die Marke durch die Werbeanzeige begeistern. Da gibt es zum einen die Aktivierung, die Emotion und die Codierung, die man sich zunutze machen kann. So, auf die einzelnen Punkte werde ich jetzt genauer eingehen. Aktivierung, was heißt das? Aktivierung bedeutet einfach, ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die sind nicht auf Social Media unterwegs, um euer Produkt zu kaufen. Die sind eigentlich da, um sich inspirieren zu lassen, um Content von Freunden, Influencern, Stars zu konsumieren. Und nicht, weil sie wissen, ich möchte Produkt XY kaufen. Und genau das müsst ihr mit eurer Werbeanzeige schaffen, genau dieses Bedürfnis in den Leuten wecken. Und das kann man eben durch Aktivierung erreichen. Aktivierung in dem Sinne, weil Reize eingesetzt werden, sogenannte Stimuli, die eben in uns Menschen was auslösen. Die Reize können zum Beispiel sein Farben. Wie ihr hier in dem Beispiel seht, intensive Farben, die hier genutzt werden. Weil der Fokus geht ganz klar auf das Produkt, aber durch die Farben ist es irgendwie catchy und die Leute bleiben hängen. Und das ist ja das, was ihr im Feed oder in den Stories auch auf Instagram erreichen wollt. Oder ihr arbeitet mit ganz extremen Größenverhältnissen oder extremer Musik. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ihr euch hier zunutze machen könnt. Oder ihr macht euch affektive Stimuli, also Reize zu nutzen, die eh schon in uns Menschen irgendwie was auslösern, weil sie biologisch verankert sind. Das wäre zum Beispiel das Kindchenschema, was sich viele auch immer zu nutzen machen, dass eben Bilder oder Videos mit Kindern ganz gut funktionieren oder mit Hundebabys oder Tierbabys. Aber das ist auch immer so ein Bereich, der sich sehr, sehr schnell abnutzt. Dann gibt es eben die Kognition. Da kann man sich zunutze machen, ihr wollt letztendlich, dass die Werbeanzeigen in den Köpfen von den Menschen hängen bleibt. Oder das, was ihr mit der Kampagne rüberbringen wollt. Und wie schafft ihr das? Indem ihr eine duale Codierung aufzeigt. Hier zum Beispiel ist es so, ich arbeite immer ganz gern mit Störern, also quasi Elemente, die ich auf das Bild platziere und Textelemente draufpacke. Einfach um eine Verbindung zwischen Bild und Text zu schaffen. Und es ist so, Bilder verarbeiten wir Menschen einfach schneller im Gehirn. Und dadurch schaffen wir es, eben genau diese Verbindung zu schaffen und die Codierung im Kopf, damit der potenzielle Kunde direkt die Message eigentlich, die ihr rüberbringen wollt, schon irgendwie mitnimmt oder direkt auch die Anwendung sieht zu dem Produkt oder was auch immer und der nicht viel überlegen muss, was bringt mir das Produkt eigentlich. Und als letztes, emotionale Konditionierung, das ist wirklich High-End-Level. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr eigentlich immer gewonnen. Und es ist einfach so, wenn eine emotionale Verbindung zum Produkt oder zur Marke entsteht, dann wird sich der Kunde immer für euch oder für das Produkt entscheiden. Das könnt ihr einfach ganz einfach durch Stimmungsbilder erreichen oder
Stimmungsvideos, indem ihr irgendwie bestimmte Stimmungen kreiert auf den Bildern oder durch Musik unterlegt und das Ganze dann irgendwie fördert. Also da gibt es super viele Möglichkeiten. Das waren jetzt eigentlich so die drei Tipps von mir, die ihr euch da so ein bisschen zunutze machen könnt. Also denkt das nächste Mal dran, wenn ihr eine Werbeanzeige oder ein Creative erstellt, wie schaffe ich es, meine Kunden zu involvieren, unter Berücksichtigung eben von den Faktoren Aktivierung, Kognition und Emotion. Und damit ihr genau das schafft, dass die Werbeanzeigen bei den Kunden hängen bleibt, natürlich auch alles unter Berücksichtigung von eurer Zielgruppe und eben unter Berücksichtigung von Daten, dass ihr letztendlich auch seht, okay, was funktioniert für mich und für meine Zielgruppe am besten. Ich packe euch auch unter das Video noch ein paar Links dazu. Und das war's von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt du einen Daumen nach oben da, abonnierst den Kanal. Alle Links zu den Tools, die Lena verwendet hat und zu Lenas Instagram findest du unten in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnier den Kanal und peace out. Schere. Oh, oh. Okay, das darf ich nicht. Das war zu viel? Doch, das geht. Alles gut. Okay, dann gleich die nächste. Okay, warte.